herzlich willkommen zu einem 13. Monogramm-Talkshow. Aber kommen wir jetzt zu einem vollkommen anderen Thema. Das wir doch mit einem ganz kleinen Musik vielleicht. Genau, weil es ist nämlich der erste Stargast dran. Da! Reinrutschen, da liegt auch das Mikrofon bereit. Martin Auer ist ein alter Freund und Verbündeter des Monochrom-Imperiums. Wurde im Jahre 1951 in Wien geboren, hat an der Universität das Studium der Germanistik und Geschichte geschwänzt und stattdessen Theater gespielt, was ich nur unterstreichen kann. Hat eine Band gegründet, ist als Liedermacher aufgetreten, Weltrevolutionen vorbereitet. Gratis. Sehr gut. Als Texter für Werbung und Public Relations gearbeitet. Für Geld. Sehr gut. Zauberkünstler gemacht, 40 Bücher publiziert und wurde im Jahre 2005, und das ist nicht nur bizarr, sondern auch wunderschön, für seine Verdienste von der Republik Österreich, diesem großen Konstrukt der Nachkriegsgeschichte, dem Berufstitel Professor wurde dir geschenkt von der Republik Österreich. Verliehen. Verliehen, also muss ich den zurückgeben. Vielleicht, wenn ich mich nicht brav aufbiere, muss ich ihn zurückgeben. Ja. Okay. Ich weiß nicht. Naja, und du bist deswegen heute hier, weil vor kurzem ist ein Buch von dir erschienen. Das Buch Hurentaxi aus dem Leben der Callgirls. Ich kann die Vorgeschichte kurz erzählen. Ich habe ein E-Mail bekommen von dir, so eine Standard-Aussendung. Neues Buch rausgekommen. Martin Auer, Hurentaxi. Was ist denn das? Und da erinnere ich mich, dass ich dich, glaube ich, so ein halbes Jahr vor irgendwo auf der Straße getroffen habe und irgendwie gequatscht habe. Und du hast gemeint, also ich habe dich gefragt, was du jetzt gerade machst, und du hast gemeint, du kannst das nicht sagen. So war das, ja. Ja, und deswegen stelle ich gleich die erste Frage. Du bist ein vielseitiger Autor, lieber Martin, nicht zuletzt auch von Kindbüchern, aber dein jüngstes Projekt ist ja eher quasi dem literarischen Journalismus zuzurechnen. Und worum geht's denn bei Hurentaxi? Naja, da geht es um das, tut das was überhaupt? Ja, ja, es tut was. Achso, man muss das. Ja. Naja, es ist ganz einfach. Ich habe mich 5 Monate lang verdingt als Chauffeur bei einer Callgirl-Agentur und habe mitgeschrieben. Habe also aufgeschrieben, was ich habe die Mädchen zur Arbeit gebracht und wieder abgeholt. Und habe immer gleich aufgeschrieben, was sie mir so erzählt haben über ihr Leben, über ihre Wünsche, Träume und über die Kunden und was gerade vorher oben in der Wohnung oder im Hotelzimmer halt abgelaufen ist, wann der Kunde irgendwie arg war. Ja, und daraus habe ich eben dieses Buch gemacht. Okay, wie war denn da dein Einstieg? Weil das ist ja nicht so, dass man also auf der Straße spazieren geht und sie denkt, naja, jetzt verdinge ich mich als Fahrer für einen Callgirl-Ring. Nein, ich habe das Inserat auf einer Webseite gesehen von einer Callgirl-Agentur und habe mir gedacht, das muss ich machen. Das ist jetzt für mich eine Gelegenheit, einmal ganz was anderes zu machen. Und habe am nächsten Tag angerufen. Ne, da ist gestanden, Aushilfsfahrer gesucht. Ne, gute Wien-Kenntnisse erforderlich, Taxifahrer erwünscht. Ne. Ich habe mir gedacht, Taxifahrer bin ich keiner, aber Wien kenne ich. Also, ich muss das jetzt einfach machen, weil ich muss einmal wieder ganz was anderes erleben und ganz was anderes schreiben. Okay, hast du dich da, also quasi, du hast dich gleich beworben und hattest du da irgendwie Zeit, die jetzt irgendwie noch vorzubereiten, also irgendwie Recherche zu betreiben, die da irgendwie mit der Szene nicht vertraut zu machen? Nein, überhaupt nicht. Ich habe nur schlecht geschlafen die Nacht, weil ich mir gedacht habe, ich melde mich da morgen bei der Unterwelt an, nicht? Und habe mir hin und her überlegt, aber ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt einen Tag warte und einen Tag überlege, dann mache ich das ja nicht. Also habe ich sofort am nächsten Vormittag angerufen und die haben gesagt, ja, kommst her zum Mittag. Und dann bin ich hingekommen und die haben mich gefragt, was ich halt so bisher gemacht habe.
Und ich habe gesagt, naja, so Homepages programmiert und so. Ich habe nicht gesagt, dass ich Schriftsteller bin. Ne? Hätten sie mich wahrscheinlich nicht genommen. Aber das Geschäft geht halt momentan nicht so. Ne? Und jetzt haben sie eingesehen und haben gesagt, ja, ob ich mich in Wien ausgehe. Habe ich gesagt, na klar, ich habe immer da gelebt. Und hat er sich noch meinen Führerschein angeschaut, der Herr Chefchauffeur. Und AB oder nur B? Nur B. Nur B, ja. AB ist die Blutgruppe. Also, ich bin ja null positiv. Ach so. Ja. Ui. Du, wenn du gleich Hui sagst, die nächste Frage darfst gleich du stellen. Ja? Wie war das so? Wie hat das angefangen? Haben sie angerufen und gesagt, heute hast du deine erste Fuhr quasi oder hast du eine Einschulung bekommen? Nein, Einschulung hat es eigentlich keine gegeben. Ja, ich bin dann noch geschwind mit meinem Auto in die Waschstraße gefahren und habe so ein bisschen Staub gesaugt innen und mir so ein Duftbäumchen gekauft. Welcher Geruch? Das weiß ich nicht mehr, das kann ich mich nicht erinnern, aber es war grauslich, aber es war nicht mehr loszuwerden. Und ja, am Nachmittag hat mich also die Telefonistin angerufen, hat gesagt, ja, grüß dich Martin, jetzt wäre eine Fuhr ins Hotel sowieso auf der, wo war das, am Rheinweg. Und das Mädchen ist abzuholen dort und dort, nicht? Also ich habe die immer von der Wohnung abgeholt. Naja, und da habe ich es halt abgeholt, dann habe ich gleich warten müssen, weil die war zwar sehr lieb, aber sie ist immer zu spät gekommen. Und ja, habe sie halt ins Hotel gebracht, dann habe ich eine Stunde gewartet und dann habe ich sie wieder nach Hause gebracht. Und deine Rolle jetzt, weil du hast ja quasi schon eine Rolle gespielt dort als Fahrer eigentlich auch, war die jetzt eine eher beobachtende und zurückhaltende oder hast du die ab irgendeinem Punkt eingemischt? Nein, ich habe mich schon einmischen müssen, also es hat Sachen gegeben, nein, zum Beispiel da war ein Mädchen, das haben ja ungefähr 10% der Mädchen ohne gearbeitet, also ohne Schutz, ohne Kondom. Die haben das angeboten und die Kunden sind ja zum Teil ziemlich wahnsinnig. Und da waren wirklich gebildete Leute, Ärzte sogar, die wollten unbedingt ohne ficken. Ne? Und ja, mein Mädchen ist schwanger geworden. Ne? Die war also so naiv, die hat nicht einmal gewusst, dass die Pille nehmen sollte. Ne? Geschweige denn, dass man sich durch Beten nicht vor AIDS schützen kann. Ne? Und die hat mich angerufen einmal, ja, Martin, can you come, please, I'm sick. Ja, das war dann Vormittag und an Sonntagvormittag und ich habe sie dann eben abgeholt vom Hotel, habe sie ins Spital gebracht und dort hat man halt festgestellt, dass sie schwanger ist. Ne? Und dann habe ich ihr halt geholfen, die Abtreibung zu organisieren in der Klinik am Fleischmarkt und so und dann hat mir ja dort noch erklärt, dass sie eben jetzt 3 Wochen lang kein Tampon benutzen darf und nicht in der Badewanne baden darf, sondern nur duschen und natürlich keinen Sex haben darf. Ne? Und 2 Tage später ruft mich die Telefonistin an, Martin, du sollst die Lilly abholen und dort und dorthin bringen. Ne? Habe ich gesagt, erst wisst ihr eigentlich, warum die Lilly abgemeldet wurde die letzten Tage? Ja, ja. Ja, wisst ihr, dass die keinen Sex haben darf? Ja, ich habe sie aber gefragt auf Rumänisch und sie hat gesagt, das ist okay. Ne? Und dann habe ich halt dann die Chefin angerufen und habe mit der gestritten, so lange bis gesagt hat, na gut, setzen wir es halt auf die Urlaubsliste, ne? Schicken wir halt die Betsy hin. Ne? Und das Lustige war, die Betsy war also auch eines von den Mädchen, die ohne Service angeboten haben. Das heißt, die hätten die sogar 2 Tage nach der Abtreibung zu einem Job mit ungeschütztem Verkehr geschickt. Ne? Ja, das Blöde war nur, 3 Tage später ist sie auf der Homepage von einer anderen Agentur aufgetaucht. Ne? Und dann hat es halt unsere Chefin auch wieder Arbeit genommen von der Urlaubsliste. Ne? Und so, ich habe immer, also das war mir immer das größte Anliegen, ich habe immer versucht, den Mädchen, die also ohne Service angeboten haben, das zu erklären und ihnen gesagt, passt auf, also in Wien rennen 8000 infizierte Männer herum, mit AIDS infizierte Männer, HIV infizierte Männer, von denen ist die Hälfte schwul und die andere Hälfte hetero. Das heißt, unter 1000 Kunden habt ihr wahrscheinlich einen, der infiziert ist. Ne?
Und wenn ihr jeden Tag 3 Jobs macht, dann habt ihr in ungefähr 3 bis 4 Monaten einen solchen dabei, so rein durchschnittlich statistisch gesehen. Aber es hat sich kaum eine davon überzeugen lassen. In einem Gespräch, das wir vorher schon mal gehabt haben, hast du mal berichtet, es gibt ja, ich weiß nicht, ob das in Österreich auch gibt, also in Deutschland zum Beispiel gibt es eine Prostituierten-Gewerkschaft. Ja, gibt es in Österreich keine. Gibt es keine. Nein. Wie ist denn da die Rechtslage oder so? Also sind die irgendwie gemeldet? Naja, die wenigsten. Ne? Also Prostitution ist an sich in Österreich erlaubt. Es ist ein bisschen verschieden von Bundesland zu Bundesland. Also in Wien ist es so, du musst halt dich anmelden und einmal in der Woche zur Kontrolle gehen. Ne? Auf Geschlechtskrankheiten im Ambulatorium in der Neutalgasse. Ja, was nicht erlaubt ist, also erlaubt ist das ab 18 Jahren, ne? Also wer Minderjährige bezahlt für Geschlechtsverkehr, macht sich strafbar und wer Minderjährige vermittelt, macht sie erst recht strafbar. Ne? Die meisten Mädchen waren aber nicht als Prostituierte angemeldet, die haben keine Karte gehabt, sondern die sind halt einfach als Touristinnen hier gewesen. Die Agenturen sichern sich ganz simpel ab, die schreiben einfach in die allgemeinen Geschäftsbedingungen rein, dass die Vermittlung nur zur Unterhaltung geschieht und nicht zum Zwecke der sexueller Kontakte. Und sollte irgendwas Sexuelles passieren, dann ist es die Privatangelegenheit von zwei erwachsenen Menschen, die niemand was angeht. Ne? Das heißt, bezahlt wird nicht für den Sex, sondern für die Begleitung und wenn die halt miteinander dann ins Bett gehen, dann haben sie sich halt so sympathisch gefunden, dass die einen miteinander ins Bett haben gehen müssen und das kann man also rechtlich ja kaum irgendwie nachweisen. Ne? Man müsste ja ein Polizist daneben stehen und mithören, dass der Kunde zu dem Mädchen sagt, bitte, ich gebe dir jetzt 150 Euro dafür, dass du mit mir schläfst. Ne? Ja, das ist so die rechtliche Situation. Es ist dann einmal ein Mädchen erwischt worden von der Polizei, weil der Fahrer ganz dumm war. Und die hat dann eine Verwaltungsstrafe von 65 Euro bekommen. Nicht wegen Geheimprostitution, sondern weil sie sich mit einem Touristenvisum zum Zwecke der Arbeit aufgehalten hat in Österreich. Ne? Und gibt es irgendwelche Dinge, die du jetzt bewusst nicht in das Buch einfließen hast lassen? Also die, wo du gesagt hast, das kannst du nicht in das Buch schreiben einfach? Oder? Nein, ich habe eigentlich alles hineingeschrieben, was ich dabei so erlebt habe. Und auch Dinge, die für mich selber jetzt nicht so besonders glorreich sind. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass ich mich dann auch habe... Also ich habe nicht versucht, eines der Mädchen ins Bett zu kriegen, die hat versucht, mich ins Bett zu kriegen. Das heißt, sie hat mich auch ins Bett gekriegt, weil es halt erhofft hat, dass sie vielleicht heirate und dass sie dann halt die Papiere kriegt, um hier zu bleiben. Solche Sachen. Du hast das Buch ja mitgebracht. Mhm. Vielleicht eine kurze Leseprobe. Gerne, ja. Zum Josef, das ist ein mieser Job. Der Josef wohnt in Aspern bei Tulln. Bei Tulln, das sind über 60 Kilometer, wenn man vom 10. wegfährt. Aber es gibt nur 30 Euro dafür, weil das ein alter Stammkunde von Jolanta ist, seit 10 Jahren. Und er zahlt einfach nicht mehr für die Fahrt. Jolanta war die Chefin, ja? Die war Ex-Prostituierte auch. Normalerweise fährt der Gerd dorthin mit der Sabrina, aber diesmal hat Sabrina nicht können und ich habe Katja hingebracht. Das war von der Telefonistin ein Fehlgriff. Denn der Josef steht auf große Oberweite, wie es bei der Jolanta gehabt hat oder eben jetzt bei der Sabrina oder bei der Gül. Die Katja ist auch nicht gerade die schlankeste. Eine große, dunkelhaarige Slowakin mit einem breiten Hintern, so an die 30. Aber oben herum hat sie wenig. Bei der Katja ist es schwer, sich aufs Fahren zu konzentrieren, weil sie redet und redet und redet. Weißt du, Schatzi, was ist mir passiert? Habe ich Job nicht in Hotel, so Haus, wo wohnt Arbeiter von Baustelle, so. Und dieser Mann... 3/4 Stunde nur ficken. Und ohne Gummi. Na, ich nix, nur mit. Da kannst du rufen andere Mädchen, aber ich nicht. Und immer wieder probieren. So und so und ich schauen, was machst du? Nein, ist schon gut, aber ich schauen, nix, da gibst du rauf. Na und so, mach mal ficken und dann ich, na, geh mal rauchen. Und er, noch einmal. Aber Schatzi, hab ich keine Zeit, eine Stunde ist gleich um, muss ich machen Dusch.
Na komm, mach mal. Na gut, hast du 2 Minuten. Na macht nichts. Und wieder er nehmen runter und wollen rein und ich nix. Jetzt Schluss. Und er, nein, noch einmal. Na hast du 1/2 Minute. So, und jetzt gehe ich machen Dusch. Musst du mir zeigen, weil ich kenne nicht dieses Haus. Musst du mir geben frische Handtuch. Und er geben Handtuch und gehen raus. Na, und ich schnell zurück, wo ist dieser Zimmer? Diese oder diese? Wie ich komme ins Zimmer? Ich sehe meine Handtasche so, Brieftasche so. Na, was du machen mit meiner Tasche? Sagen, nix, Kontrolle. Na, was heißt Kontrolle? Nicht einmal mein Mann macht Kontrolle in meine Handtasche. Ja, Menschen, die immer sagen, haben keine Wechselgeld, darum ich mache Kontrolle. So eine Scheiße, Kerl. Habe ich zu dir gesagt, habe ich keine Wechselgeld? Habe ich nicht genommen deine Geld? Was ist das? Aber jetzt du hast Problem, weil kriegst du keine Mädchen von dieser Agentur. Und alle sage ich, wo ich heute bin. Na und heute, Schatzi, habe ich heute Anruf von anderer Agentur. Schatzi, nur eine Frage, musst du nur ja sagen oder nein? Ist dein Pärchen, ja? Ich muss ficken mit dem Mann und muss schauen, wie Frau machen, wichsen mit dem Pferd. Muss ich gehen in dieses Haus, wo ist Pferd, Stall, ja. Sag ich, weißt du, Schatzi, ist gute Geld, aber ich mach nicht alles. Bin ich ein bisschen pervers, weil ich mach diesen Job, aber das nein. Sagt sie, weißt du, Schatzi, wie viele Mädchen schon habt gesagt nein? Sag ich, na, und ich sag auch nein. Na was, ich bin schon da? Na gut, geh mal ficken. Es ist ein heißer Tag gewesen und in dem Nest gibt es nicht einmal ein Wirtshaus. Ich habe meine Strandliege aus dem Kofferraum geholt und es mir neben der Straße bequem gemacht. Als Katja aus dem Job kommt, ist sie geladen. Na, das war scheiße Job. Er sagt, rufen Agentur, ich nicht gut. Na, wieso ich nicht gut? Na, du nicht Sabrina. Na, was du wollen, was soll ich noch machen? Sag mir, was ist denn für dich? Gussen. Der hat eine Zahn so lange und Herpes, da, da, da. Ich sage, ich kann dich nicht kussen, du haben Herpes. Das ist keine Herpes, du kussen. Schatzi, ich kann dich nicht kussen. Ich dich jetzt kussen, morgen, ich kann nicht arbeiten, weil ich habe Herpes. Kussen. Sabrina, immer kussen. Na, komme ich rein, er sagt, ausziehen. Na gut, ich weiß, ich muss ausziehen, aber kann ich machen eine kalte Dusche vorher? Nein, ausziehen. Schatzi, ist heiß, kann ich machen eine kalte Dusche? Na gut. Na, gibst du mir bitte frische Handtuch? Hat er so eine Fetzen, was alte Leute hat für Füße. Na gut, ich abtrocknen, er nimmt und schmeißt ins Zimmer. Schatzi, brauche ich nachher noch, weil ich nachher wieder duschen. Na nein, so eine Trottel. Und stinkt im Haus, alle Fenster zu. Schatzi, wo ist deine Klimatisation? Ich kann nicht machen Blasen. Er so kleine, ist alt. 1/2 Stunde ich machen, aber geht nicht. Und er, hör du immer schwitzen. Na ist normal, ich schwitzen. Ist heiß, ja auch schwitzen. Will nicht hören, schwitzen. Sabrina nie schwitzen. Weißt du, ich bin nicht so eine, was sagt, nicht gehe zu Invaliden. Ist auch Mensch, ist arme. Habe ich Stammkunde. 69 Jahre, aber ist normal Mensch. Ist auch nicht so Körper so, ist alte, aber normal komm ich. Ist ja was Schatzi, so und so, ist gute. Aber der da, das ist scheiße Kunde. Egal, ist Stammkunde, Jolanta, ich nix mehr gehen zu dieser Kunde. Kussen, kussen, kannst du kussen, meine Arsch. Ich halte nur kurz Rückfrage mit der Technik. Wie ist liegen wir in der Zeit? Okay. Darf ich noch Fragen stellen? Ausgezeichnet. Oh, wunderbar. Was mich jetzt interessieren würde, ist, aus welchem sozialen Umfeld sind die Mädchen gekommen, die du quasi chauffiert hast? Kann man das sagen? Naja, ist schwer zu sagen. Da waren durchaus gebildete Frauen dabei, Volksschullehrerin aus Rumänien hat mir erzählt, naja, in Rumänien verdiene ich 50 Euro im Monat und hier 50 Euro in der Stunde. Computertechnikerin aus Ungarn, eine Logopädin aus der Slowakei, hat mir erzählt, ja, bin ich Kinderlogopädin, bla bla bla. Ne? Und so. Aber es waren natürlich schon der größere Teil sicher Mädchen aus einfacheren Verhältnissen, oft Schulabbrecherinnen. Oder sie haben eben keinen Job gefunden. Ja. Immer wieder so Geschichte gehört, naja, habe ich gearbeitet in Slowakei und im Supermarkt und habe ich Streit gehabt mit meinem Chef, weil habe ich gesetzlich 5 Wochen Urlaub und wollte mir nur geben 3 Wochen und denke ich, so eine Scheiße, Mann. Und dann habe ich mir halt, hat sie sich halt gedacht, naja, lieber halt anschaffen gehen als für 150 Euro und im Supermarkt arbeiten und dann nicht einmal Urlaub bekommen und so weiter. Nicht? Und wie alt waren die Mädchen so im Durchschnitt? Naja, die jüngste war 16,5
Da bin ich dann dahinter gekommen, also das hat die Chefin nicht gewusst, muss ich sagen. Das hat die Zuhälterin, die ja die vermittelt hat, hat sie da irgendwie, hat es so gedreht, dass sie den Pass nie gesehen hat. Die Chefin hat sich an sich schon immer den Pass zeigen lassen. Das hätte es eigentlich nicht nötig gehabt. Das hätte ja nicht so viel gebracht, wie das riskant gewesen wäre. Oder also von zwei Mädchen habe ich gewusst, dass die noch minderjährig waren. Der einen habe ich dann auch geholfen, irgendwie von ihrer Zuhälterin wegzurennen. Und nur ist sie dann mit ihren 1000 Euro Ersparnissen in den Zug eingestiegen, heim nach Rumänien, und in der Nacht ist sie dann eingeschlafen und ist bestohlen worden und ist ohne nichts wieder heimgekommen. Hm? Bis zu, die Älteste war so 55, 60. Das war eine Österreicherin, die Mädchen aus Osteuropa, die waren alle zwischen 18, normalerweise 18 und 25 so. Das war eine Österreicherin, die war 55, auf der Homepage ist sie irgendwie als 38 oder so ausgegeben worden. Und die hat mir erzählt, dass sie eigentlich erst nach der Pensionierung überhaupt eingestiegen ist in das Geschäft. Die war also, die war in der Personalabteilung einer großen öffentlich-rechtlichen Institution. Und gibt es ja so viele bei uns. Und die hat aber einen Neffen gehabt, der hat eine Agentur gehabt. Ja? Ein halbwegs bekannter Schlagersänger. Jetzt wird spannend lang. Und der kümmert sich nicht wirklich darum, sondern der benutzt es nur, um also seine Musik zu finanzieren, die vielleicht doch nicht so gut geht. So hat sie mir das erzählt, aber durch den Neffen hat sie das eben kennt und hat sich dann überlegt, na, was mache ich jetzt in der Pension, ist Fahrt. Und hat den Beruf ergriffen und hat gesagt, und ich bereue keine Minute. Ne? Aber die hat zu der Minderheit gehört, die das wirklich, wo man sagen kann, die haben das gern ausgeübt, diesen Beruf. Das gibt's, aber das ist eine kleine Minderheit. Ne? Du hast schon viele Lesungen gemacht, du wirst doch sicher quasi mit der Kritik konfrontiert sein, also oder gewesen. Also ich kann nicht mehr sprechen. Ich glaube, ich habe was im Zahn. So, nochmal. So. Kritik konfrontiert gewesen sein. Du bist mit der Kritik konfrontiert, dass du natürlich indirekt, obwohl du natürlich darüber Bericht erstattest, natürlich das System irgendwie, was ich auch wahrscheinlich auch stabilisiert hast zu einem gewissen Grad. Weil du hast das ja natürlich jetzt kundlich gemacht, also du hast ein Buch veröffentlicht darüber, aber trotzdem gibt es sicher die Kritik, das war doch moralisch nicht okay, oder? Oder kommt die nicht so? Die ist, meine Ex-Freundin zum Beispiel, die fand das irgendwie nicht okay, die hat irgendwie gemeint, ich hätte mich da jetzt als Zuhälter betätigt. Ne? Jetzt bin ich, muss ich sagen, moralisch nicht prinzipiell dagegen, dass es Prostitution gibt. Ich bin nur dagegen, dass Menschen das machen müssen, weil sie keine andere Wahl haben. Ne? Und ansonsten ist es natürlich immer so, was man macht, nicht? Man kann immer natürlich sagen, ja, wenn ich es nicht mache, macht es wer andere und schreibt nichts drüber. Nicht? Aber Du hast das Buch ja dann geschrieben und bist dann ja ausgestiegen aus dem Job. Mhm. Weiß dieser Callgirl Ring eigentlich, dass du das Buch darüber geschrieben hast? Diese Agent, also Callgirl Ring. Oder Ring ist das falsche Wort, ja. Das war zu der Zeit, wo das alles illegal war. Das ist eine Begleitagentur, die ja als Firma angemeldet war. Die Begleitagentur existiert nicht mehr. Die Chefin hat sich doch mit mutmaßlichen Menschenhändlern zu nahe eingelassen, aber wie es scheint. Ich selber habe nichts beobachtet, was hundertprozentig diesem Delikt entspricht. Aber ich würde sagen, sie hat sich nicht allzu genau erkundigt. Immer. Es war ja ziemlich wurscht. Ja? Dass Mädchen da dabei waren, die von Zuhältern ausgebeutet wurden, das wussten wir natürlich. Ja?
vor allem die rumänischen Mädchen. Also die Agentur selber ist nicht der Zuhälter, sondern der Zuhälter ist der, der dem Mädchen die Reise vermittelt, ihr vielleicht das Geld vorstreckt, das sie an der Grenze herzeigen muss, ihr die Wohnung vermittelt, ihr sagt, bei welcher Agentur sie sich anmelden kann und dann für diese Dienste ewig kassiert. 50% oder einen vereinbarten Betrag, sagen wir 5.000 Euro. Wie in einer Galerie. Ja, die sitzen dann in der Wohnung, haben dort 5, 6 Mädchen in der Wohnung sitzen und beaufsichtigen die und die müssen ihnen abliefern. Ne? Es war sehr schwer mit den Mädchen darüber zu reden, weil die sich oft gefürchtet haben. Also, und ich habe genau gewusst, die hat einen Zuhälter, sie hat es aber nicht zugegeben. Ich habe gesagt, na, eben zum Beispiel diese Lilly, warum die dann nach 3 Tagen schon wieder bei einer anderen Agentur war, das war, weil natürlich da ein Zuhälter war, der auf das Geld nicht verzichten wollte. Ne? Wann ich sie aber gefragt hat, ist, no, no, he's my brother. Ne? Und was war jetzt eigentlich der Ausgangspunkt? Also ob die jetzt es gewusst haben, ja, also die Chefin hat es dann hinterher erfahren und der hat das Buch sehr gefallen. Die hat sich sehr lobend darüber geäußert. Ich habe mich dann auch nachher mit ihr getroffen, nachher als sie aus der Untersuchungshaft rausgekommen ist. Ob, wie der Prozess jetzt ausgegangen ist, weiß ich gar nicht. Oder ob der überhaupt schon war. Sie war 2,5 Monate in Untersuchungshaft, dann wieder rausgekommen, hat ein Restaurant aufgemacht, mit dem Restaurant ist sie pleite gegangen und das Letzte, was ich von ihr gehört habe, ist, dass sie Osteopath gelernt hat. Jetzt, ja. Massieren und so weiter, also ein nicht so weit verwandtes weg, Business. Ein verwandtes Sujet, also ein verwandtes Metier eigentlich. Ich halte es, ja. Hier hin, so, für allfällige Fotografien, ja. Könnt ihr es auch bloggen oder was auch immer ihr damit machen wollt. Ich bedanke mich ganz herzlichst bei dir. Ich bedanke mich. Geschätzter Martin Auer. Und das Buch ist im Lit Verlag erhältlich, also geht es auf Amazon oder auf irgendeine andere Ausbeuter-Webpage und könnt es dort bestellen oder ihr könnt eine andere Variante wählen, ihr könnt auf die Homepage gehen, sucht einfach nach Hurentaxi Martin Auer. Es gibt einen Podcast, einer der meistgehörten deutschsprachigen Podcasts des letzten Jahres. Martin Auer, der Autor, hat in seiner unverkennbaren Art und Weise sein eigenes Buch gelesen und ihr könnt es auch im Netz runterladen und anhören.